Hallo Leute, willkommen zum nächsten Part von Red Dead Redemption 2. Da sind wir wieder. So, wir erleben hier Abenteuer und wir legen gleich mal weiter los. Wir haben in der letzten Folge den Piratensäbel gefunden und die Wikinger-Axt. Aber ich habe euch gesagt, sammelt nicht vor Kapitel 6 die Helme und sowas ein. Nicht einsammeln. Alles, was Klamotten sind, also kaufen könnt ihr Klamotten, aber keine einsammeln. Weil die bekommt ihr nach Kapitel 6. Wenn ihr die vor Kapitel 6 sammelt, bekommt ihr die nie wieder. Ich will nicht spoilern, deswegen sage ich euch nie warum. Sondern da müsst ihr mir einfach blind vertrauen. Außer ihr wollt gespoilert werden, dann müsst ihr gucken, was nach Kapitel 6 passiert. So. Schatz mit Karte. So. Axt. Okay. Wir haben als nächstes... Ah, ich habe heute noch was Cooles vor. Ritterhelm. Genau. Wir haben als nächstes... Ja gut, das ist aber ziemlich, ziemlich weit. Ich glaube, da werde ich eine Schnellreise machen. Wir reiten mal... Ah Gott, wo ist das? Und zwar die Axt aus GTA 5. Ihr wisst doch noch, man konnte den Revolver freischalten. In GTA 5. Ich erzähle euch jetzt nie wieder wie, ne? Da hat schon langsam keiner mehr Bock drauf. Genau, hier der goldene Double Action Revolver. Den kennt ihr doch alle noch. Aus GTA, den man freischalten konnte. Der goldene Double Action Revolver. Das ist der hier, den besitzen wir bereits. Aber man konnte ja noch in GTA 5 die Axt freischalten. Diese Steinaxt da. So, und diese Steinaxt, wenn man die in GTA 5 freigeschalten hat, bekommt man die auch in Red Dead Redemption. Und die holen wir uns jetzt. Die findet ihr. So, jetzt muss ich mal gucken. Axt aus GTA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 hier. Ich habe nämlich die Bilder alle nummeriert, damit ich mir die Screenshots merken kann, welcher Screenshot was ist. Ich meine, gut, ich hätte so einfach drauf schreiben können, aber das war mir zu viel Arbeit irgendwie. Und zwar befindet sich die Axt irgendwo hier. Der See. Genau, ja, hier irgendwo. Also hier in dem Umkreis befindet er sich. Da ist so eine... Wir reiten jetzt einfach hin, dann seht ihr es selbst. Aber können wir irgendwo eine Schnellreise machen? Das ist jetzt die Frage. In Ennsburg waren wir noch, ne? Wir könnten nach Ennsburg reiten, wir könnten aber auch einfach hier hin. Aber es ist ziemlich weit, ne? Ja, wir reiten bis da. Und da ist ja dann eine Postkutsche. Da reiten wir dann nach Strawberry, genau. Von Strawberry aus können wir dann reiten. Da ist es nicht mehr weit. Wir haben übrigens jetzt auch, genau, wollte ich mal gucken. Die seltene Flinte haben wir freigeschalten. Genau, die machen wir jetzt mal weg. Die seltene Flinte haben wir freigeschalten. Die ist ziemlich schwierig sogar. Denn ihr müsst vorher speichern. Und zwar kommt dann so ein Einsiedler aus dem Haus. Und den müsst ihr töten, bevor der euch tötet. Wenn der euch eher tötet, ist die Waffe für immer weg. Oh, fuck. Was? Arznei geben. I got some medicine. Medicina? Ya para qué? Oh. No puedo. Really? Alles klar.
Why ist der jetzt verreckt? Oh man. The fuck, Alter. Der Wolf hat das Pferd aber zugerichtet. Angebrochene Arznei. Wir müssen noch mal was trinken hier. Oh. Genau, wir trinken einfach mal angebrochene Arznei. Ja, den wollte ich eigentlich trinken. Den Bourbon. Hä? Was war das denn gerade? Der ist gehört? Yep. There we go. Hä? Was war das denn gerade für ein Geräusch? Das klang gar nicht wie ein Tier. WTF? Okay, hier sind wir wieder auf dem Weg. Perfekt, wir haben den Weg wieder gefunden. Ah, nein, das war der falsche Weg. Hier lang. Oh, Leute, ich freue mich schon so auf den Online-Modus, ohne Witz. Mit Marcel hier durch die Prärie reiten, das wird super. So, ich schalte mal wieder auf den Stream, damit ich sehe, ob der läuft. Ja, der läuft. Ah, fuck. Alter, was erledige ich die ganze Zeit hier für Sachen? Boah, das ist immer wie so eine Schatzsuche, die ganzen Waffen zu finden. Na, ich weiß, ich bin falsch. Oh, der da will da bestimmt wieder was von uns. Alter, wieso überreite ich immer Tiere? Vor allem, warum sind die direkt tot? WTF? Ja, ich müsste mein Pferd auch mal wieder füttern. Und striegeln, wenn es schmutzig ist, dann ist es auch nie gut. Genau, direkt kacken. Wow. Genau, das Kriegsbeil aus GTA 5 suchen wir jetzt. Ich bin schon echt gespannt, ey. Umso mehr Waffen ich habe, umso glücklicher bin ich. Vor allem, ich frage mich, kann man diese Waffen nur werfen oder kann man die auch so zum Kampf benutzen? Die Äxte und so. Weil irgendwie sieht es immer nur aus, als würde er die werfen. Aber ich habe halt noch kein lebendiges Ziel damit angegriffen. Auf jeden Fall kann man nie wie in GTA 5 auf Leichen einschlagen. Oh. Ja, nein. Alles gut, ich lasse euch ziehen. Ein frommer Mensch. Finde ich gut. Das ist gut, Mann. Ich zeige euch heute auch noch eine Secret-Waffe. Zeige ich euch heute noch. Dazu müssen wir nach Saint-Denis.
Hier ist die Strecke zu Ende. So, jetzt müssen wir gleich eigentlich da sein, wo die Kutsche ist, die uns dann nach Strawberry bringt. Müssen eigentlich fast da sein. Oh, da steht ein Zug. Ah, der steht im Bahnhof. Ah, ich würde so gern Zug fahren. Ohne verfolgt zu werden. Ey, den könnte ich mir sogar. Ist hier einer drin? Ah, hier ist einer drin. Schade. Nach Strawberry, ja, das ist am nächsten da dran. Ah, geil, Alter, diese Western-Musik, I love it! I love it! Ah, ich gucke inzwischen mal, was wir noch so für Waffen haben. Und da geht's natürlich bestimmt jetzt direkt weiter, ne? Hab ich right oder hab ich right? Well, this is you. Thanks for that. Good luck to you. Sind denn die Waffen mit? Geht gleich weiter. Ich habe das Lösungsbuch, falls ihr euch fragt, wo ich die ganze Zeit nachgucke oder so. Ich habe das Lösungsbuch hier. Bin ich jetzt blöd? Wo sind denn die Waffen? Ah, hier. Ah ja, stimmt. Hier fehlen noch einige. Lanchester habe ich. Litchfield Rapidgewehr habe ich noch, ne? Bold Action ab Kapitel 3. Oh, das ist ab Kapitel 6. Kapitel 5. Ich habe eigentlich jetzt fast alle von den verpassbaren Waffen. Mir fehlt nur noch dieses seltene, ein seltenes Gewehr. Den Revolver. Genau, mir fehlt nur noch ein seltenes Rolling Block Gewehr. Rapidflinte Kapitel 6 und die halbautomatische Flinte Kapitel 4. Okay. Boah, alter Tomahawk, den will ich dann auch mal suchen. Brandsatz. Ja, und hier geht es dann weiter mit den. Die haben wir und die Wikinger. Wikingerbeil. Steinkriegsbeil suchen wir jetzt. Okay, girl. Okay, ist nicht mehr weit. Das ist wirklich ziemlich nah. Auf geht's. Also von Schussgewehren ist nur noch ein verpassbares, was wir... Na gut, zwei. Zwei verpassbare. Ein Revolver, aber der kommt noch. Das ist noch nicht so weit. Und dann fehlt mir... Ja, das seltene Rolling Block Gewehr. Aber da bin ich auch noch nicht. Oh, du Scheiße. Ein Schwarzbär. Wir müssen nur aufpassen, dass wir in Kapitel 5 alle Tiere erforschen. Das ist wichtig. Oh, geil. Guckt euch das an. Oh, OMG. Das sieht so geil aus. Boah.
What the fuck? Das ist praktisch jetzt Indianergebiet, wo wir sind, und diese Axt liegt in so einem alten Ritualkreis. Also in so einem Lagerfeuer, aber halt alles schon verlassen. Ich bin auch schon mal hier gewesen, nur um zu gucken, ob die da ist, weil ich dachte nie, dass das derselbe Bug ist wie mit dem Revolver. Den ich jetzt aber hab übrigens, also den Revolver hab ich. Den goldenen. Okay, jetzt muss ich nur mal gucken, wo genau. Ich hatte es schon mal gefunden. Hier unten, glaube ich, oder? Ich hab's schon mal gefunden. Hier. Ah, ich hab's. Ich hab's. Hier können wir bestimmt... Können wir bestimmt gleich was zeichnen, oder? Was ist denn das da unten? Oh. Wolf, der ganz normale Wolf. Ah, Geheu. Ah, okay, nee, das haben wir schon gelesen, scheinbar. Wo ist der hier? Wolf? Timberwolf. Haben wir das schon gelesen? Wölfe leben hauptsächlich im Big Valley und den nördlichen Regionen von Telstrees. Als Fleischfresser besteht ihre Nahrung aus Hirschen, Bergziegen sowie kleinen Tieren. Wie Vögeln, Bibern und Fischen. Da Wölfe häufig im Rudel angreifen, sollten Distanzwaffen wie Gewehre oder Pfeil und Bogen verwendet werden. Okay. Und das ist der Timberwolf. Der wohnt, glaube ich, oben im Norden. Cumberland Forest und Grizzlies beheimatet. Nee. Ist tatsächlich... Eigentlich ist das der hier beheimatete. Okay, auf jeden Fall haben wir die zwei jetzt. Interesting. Ah, jetzt kann ich es untersuchen hier. Es war mir klar, dass er den Ort aufmalt. Ich glaube, hier war mal ein Indianerfriedhof. Kapitel. Vergrößern. Okay. Mal kurz gucken. Genau, und hier in der Mitte müsste sie liegen. Da ist sie doch. Oha, wir haben sie. Ein seltenes altes Wurfbeil, das aus einem großen Steinkopf, Lederstreifen und Federn gefertigt wurde. Diese Nahkampfwaffe wurde an einem Begräbnisstätte im Big Valley West Elizabeth gefunden, wo sie wahrscheinlich bei Bestattungsritualen benutzt wurde. Natürlich kann dieses Wurfbeil auch als Fernwaffe benutzt werden. Oh, die ist hier. Steinkriegsbeil. Okay. Mal gucken, ob wir alle Waffen zusammenkriegen. Also jetzt, nee, direkt jetzt, aber... Oh. Ja. Aber ich glaube, wenn man die Waffe einmal gehabt hat und jetzt wegreitet, spawnt die wieder im Inventar. Ich will es jetzt nie ausprobieren. Da habe ich Schiss. Ah, hier kann man jetzt noch... Ah, okay, wundert euch. Nee, man kann jetzt hier Steinkriegsball, dann sind hier zwei verschiedene. Also es hat nur einen Slot. Man kann es dann nochmal extra wechseln hier. Das ist mein normales Messer hier. Genau. Perfekt. Ah, und hier ist der Brandsatz. Geil. Ich rüste aber immer das Lasso aus. Ja. Okay. What the fuck? Okay, auch diese Waffe haben wir. Oh, was ist das nächste? Ritterhelm, oder? UFO, Fluggerät. Doppelklingenbeil. Wir holen uns jetzt das Doppelklingenbeil. Das ist die Nummer 16. Okay, jetzt muss ich die Screenshots rauskramen.
Okay, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist es das. Und was ist das vorher? Ach, die Höhle. Okay, doch, das müsste es sein. Was? Doppelklingenbeil. Bei Welland Station. Das ist da, glaube ich, nicht weit weg, oder? Welland Station. Das ist eine gute Frage. Wo war Welland Station? Nee, das war Emerald Station. Wo war Welland Station? Wisst ihr, wo das ist? Ah, hier oben. Ah, ich wusste doch, es ist nie weit weg. Und da soll es angeblich hier irgendwo sein. Entweder hier oder da, wo dieses Schwarze ist. Also auf jeden Fall hier in diesem Umkreis soll das Doppelklingenbeil sein. Mal gucken, ob wir es finden. Es sieht auch ziemlich geil aus, muss ich sagen. Wir sind heute praktisch hier auf Waffenjagd. Und wir haben ja sogar noch 3 Stunden Zeit. What the? Okay, wir haben ein Tier. Ästlicher Wildtrutan. Haben wir den schon mal gehäutet, getötet, ja. Okay, dann haben wir ihn jetzt nur untersucht. Oh, wir haben den jetzt komplett. Bei dem ist das Kompendium vollständig. Okay, hat doch auch was gebracht. So, wir reiten jetzt dahin. Aber die Frage ist, kommen wir hier lang? Wo will denn der mich lang führen? Ach, hier hoch. Ja, stimmt. Wir müssen da lang, weil hier kommen wir nie zum Ziel. Mist. Ach, die Stange hätte ich gerne untersucht. Egal. Heute sind wir hier einfach nur auf Waffenjagd. Toll, wir haben den jetzt umgebracht und reiten einfach weiter. Vor allem, als ob wir so wüssten, dass er direkt tot ist. Männlicher amerikanischer Gabelbock. Hat den schon gehabt? Nee. Ein amerikanischer Gabelbock ist in den offenen Graslandschaften von New Hanover und West Elizabeth beheimateter Pflanzenfresser, dessen Nahrung unter anderem aus Wüstenbeifuß, grünen Trieben, Gräsern und Stauden besteht. Ah, männlicher amerikanischer Gabelbock. Was ist das? Oh, jetzt haben wir den männlichen und den weiblichen. Sehr gut. Das haben wir sehr gut gemacht. Wonderful. Der hat uns gefehlt. Seht ihr? So tun wir unser Kompendium immer weiter vervollständigen. Aber Alter, die kleinen Singvögel, die machen mir Sorgen. Da gibt's so viele.
Oder diese offenen Landschaften, die lagen, lagen. Laden zum Jagen ein, ey. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass hier jetzt nochmal ein Bugfix, sag mal, ich kann irgendwie nicht mehr reden heute. Ich finde es cool, dass heute nochmal so ein Bugfix-Update kam. Also der Online-Modus ist ja mit reingekommen jetzt. Und da haben sie auch gerne mal Bugfixes, Performance-Verbesserungen und so reingehauen, was das Spiel gerne nochmal aufwertet. Und das finde ich sehr gut. Das kann das Spiel alles halt nur besser machen, ne? Oh, fuck. Jetzt hätte ich fast umgerannt. So, wir müssen eigentlich fast da sein. Alter, mein Pferd ist inzwischen gut im Rennen geworden, ey. Okay. Oh, ich glaube da unten. Ich vermute irgendwie hier. Da suchen wir das Doppelklingenbeil. Hä? Ach, hier sind Pflanzen. Wilde Möhren. Irgendwie vermute ich, dass dieses Beil hier ist. Ich weiß echt nicht mehr zu 100%, wo das ist, verdammt. Weil ein bisschen suchen müssen wir auch noch. Ich war der Meinung, steckt das irgendwo in einem Baumstumpf? Hier? Nee. Okay, weil der Baum sah so abgebrochen aus. Warte mal, da. Da steckt doch was, oder? Ja, wir haben's. Doppelklingenbeil, wir haben es. Da ist es. Ein seltenes Wurfbeil, dessen rostige Doppelschneide eine scharfe Seite zum Schneiden und ein eine zum Zerhacken hat. Und eine Stumpfseite zum Holzspalten. Diese Nahkampfwaffe wurde in der Nähe von Wallen Station in Big Valley in einem Baumstumpf gefunden und scheint recht neu zu sein. Natürlich kann dies Beil auch als Fernwaffe genutzt werden. Oh, hier unten ist sie. Nice. Wir haben das Doppelklingenbeil, Leute. So, jetzt muss ich nur mal markieren, was wir hier erledigt haben. Piratensäbel bekommt einen Stern. Wikingeraxt auch. Axt aus GTA bekommt auch einen Stern, weil ich muss ja irgendwie markieren, was wir hier schon erledigt haben und was ne. Doppelklingenbeil haben wir jetzt auch. Teil speichern unter. Ich muss einen ganzen Scheiß noch speichern. Okay. Wikinger-Axt. Ah, na gut, das können wir wegmachen. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht ins Headset pusten. So, als nächstes kommt das Messer mit Horngriff. Direkt das nächste. 16, 17. Oh, wir haben Glück. Das ist auch hier in der Nähe. Wir haben echt Glück. Und zwar... Genau hier. Blub, blub, blub. Ah, hier soll ein Weg sein. Hier ist irgendwo so ein... Hier irgendwo soll das sein. Hier müsste das irgendwo sein.
Schade, hätten wir eigentlich gleich den Weg hier hochnehmen können. So reiten wir jetzt wieder den Weg zurück. Naja, egal. So, wo haben wir das denn jetzt? Ah, auch hier. Jetzt sind das drei. Guckt es euch an. Nice. Okay. Wir machen hier heute nur einen Waffensuchstream. So, wir suchen jetzt das Messer mit Horngriff. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir uns dann mal auf Easter Egg Jagd. Dass wir schon mal die ganzen Sachen abgegrast haben, die ich hier habe. Zum Beispiel Schatzkartenorte habe ich auch und so. Well, hey there, partner. Come take a look at this. Look at this, my friend. Tobacco. Nature's gift to us all. Oh, what? Nein! Entschuldigung! Entschuldigung! Das wollte ich nicht! Why? Okay, das war jetzt echt mies, Alter. Das wollte ich gar nicht. Der arme Kerl. The fuck? Der sah so nett aus. Das war einfach nur so ein Botaniker, Alter. Fuck this. Rocky Mountain Wapiti Bulle. Compendium aktualisiert. Ah, den hatten wir schon. Wapiti Bulle, aber wir haben kein Wapiti Kalb. Kalb, nee, wie heißt das Weibchen? Also wir haben die männliche Form davon, aber die weibliche haben wir. Oh. No, no, stay here. You're all right, girl. Boah, Alter, diese Landschaften. Weiblicher amerikanischer Gabelbock. Den hatten wir, ne? Ja, den hatten wir. Da hatten wir vorhin den männlichen. Stimmt. Oh, wo sind wir denn hier? Oh! Scheiße! Nichts wie weg hier. Oh mein. Scheiße, Alter, das wusste ich nicht. Ist das da ein Feind des Handes? Okay, hier irgendwo in dem Wald muss das sein. Kriege ich jetzt dauernd das mit dem Springen? Hä? Wow. What the f... Der arme Typ. Oh. Messer mit Horngriff, wir haben es. Ein seltenes Messer, dessen Griff aus einem Hirschgeweih geschnitzt wurde. Ein Teil der Klinge ist kurz vor der
Parierstange abgebrochen. Diese Waffe wurde am Schauplatz eines Kampfes zwischen einem großen Bären und einem Jäger gefunden, in der Nähe der Hanging Dog Ranch im Big Valley. Keiner von beiden hat gewonnen. What the fuck? Alter, das ist ja geil. Guck mal. Messer mit Horngriff. Da ist es. Cooler Shit. Auf Waffenjagd gehen macht echt Spaß. So, ich muss das nochmal abhäkchen. Genau. Uralter Tomahawk ist das nächste. Die Nummer 18. 16, 17, 18. Hier muss es sein. Oh, what? Barino. Oha. Das ist wo wir noch nie waren. Wieder. Und zwar müssen wir den Fluss hinauf. Ah doch, hier waren wir schon. Barino. Hier oben. Genau hier irgendwo soll das sein. Hier. Der uralte Tomahawk. Oha. Jagdmesser. Oh, das ist ja geil gemacht. Okay. Einstecken. Kann man das zeichnen hier? Nee, das ist scheinbar nichts Interessantes für den. Vor allem liegen die da jetzt wahrscheinlich für immer. So, ich tue jetzt den Part direkt durchmachen, also ich mache jetzt keine Unterbrechungen mehr. So, weiter geht's. Da habt ihr praktisch eine kleine Guide, wo ihr, ja, während des Let's Plays, ich tue halt Tipps und Tricks und sowas, tue ich halt ins Let's Play einbinden. Ich mache da nie extra Videos für, wie die meisten YouTuber, sondern, na gut, ich bin ja auch eher Streamer. Mehr Streamer als YouTuber. Oh Gott, bitte schieß nie wieder. Der uralte Tomahawk sieht eigentlich ziemlich nice aus. Das ist halt so ein Tomahawk wie die, die wir einfach kaufen können. Aber sieht ein bisschen cooler aus, werdet ihr gleich sehen. Und der steckt da, glaube ich, in der Zielscheibe drin oder so. Weißwedelhirsch hatten wir aber auch schon, ne? Ja, hatten wir auch schon. Immerhin tue ich das Kompendium ein bisschen mehr aktualisieren. Oh, Silberfuchs. Ah, den hatten wir auch schon, ne? Nee, hatten wir noch nicht. Ein Silberfuchs kann in sämtlichen Staaten gefunden werden und ernährt sich als Allesfresser von Pflanzen, Nagetieren, Insekten, Vögeln sowie Aas. Ja, und jetzt steht nur noch, was die besten Waffen dafür sind. Amerikanischer Rotfuchs und Silberfuchs. Genau, den Rotfuchs hatten wir schon mal. Und jetzt den Silberfuchs. Morgen kommt wahrscheinlich ein Stream und am Donnerstag. Also ich will jetzt mal wieder richtig loslegen hier. Oh fuck, jetzt wird's Nacht. Ich habe eine Idee, was wir machen. Wir machen hier ein kleines Lagerfeuer. Ich hoffe, ich spawn nie allzu weit weg. Nee, mitten im Wald, okay. Sehr gut. Und dann schlafen wir bis zum Morgen. Nice.
Ah, das habe ich jetzt gemacht. Ich komme gerade auf mein Handy nicht klar. Hätte. Okay. Wir machen das aus. Haben wir eigentlich unsere seltene Schrotflinte noch? Seltene Flinte und die normale haben wir die auch. Doppelläufige, ja. Okay, wir speichern mal zur Vorsicht. Dass wir das alles gefunden haben hier. Bringt sogar Prozente in der Story. Na gut, wegen dem Compendium wahrscheinlich. 41% haben wir jetzt. So, jetzt können wir weiterreiten zu unserem Ziel. Oh, wir sind sogar auf dem Weg. Nein! Oh Mann, ein armes Pferd. Bis jetzt ist mein Pferd einmal gestorben, aus Versehen, da bin ich in den Zug gefahren. Mein Pferd rennt in den Tunnel rein und ich fahre mit dem Zug los. Ja, aber da habe ich das Spiel neu gestartet und musste nur eine Mission nochmal wiederholen. Ach, da liegt ein Stein. Ich dachte gerade, was liegt da? Also muss ich bloß eine Mission nochmal wiederholen. Das war akzeptabel. Wie kann das Pferd eigentlich steigen? Ich habe das vergessen. Ups. Das Pferd hier nie Angst bekommen, wenn man schießt, Alter. What? Ich bin nett zu dem und der sagt, ich soll ihm aus den Augen gehen. Puh. Oh, nice, Alter. Oh, wir müssen nach hier. Ist das der Fluss? Oh, da ist eine Wapiti-Kuh. Ja, Rocky Mountain Wapiti-Kuh. Wir haben sie. Die Rocky Mountain Wapiti-Kuh ist in ein Amberino nördlichen New Hanover beheimatet. Pflanzenfresser, dessen Nahrung unter anderem aus Gräsern, Blättern, Baumrinde besteht, die Wapitis leicht verschreckt werden können, ist es ratsam bei der Jagd auf möglichst viel Abstand von ihnen zu halten. Distanzwaffen, bla bla bla, Wildfleisch, eine gute Nahrungsquelle, okay. Rocky Mountain Wapiti-Kuh und hier ist der Hirsch. Wieso sind die nie auf einer Seite? Okay, wir haben ein neues Tier, Leute. Wir haben jetzt schon 65 von 178. What the fuck? Die Schlange. Oh. Texas Klapperschlange. Oh, wir haben eine neue. Die Texas Klapperschlange ist eine in Limon, New Hanover und Teilen von West Elizabeth beheimatete Fleischfresser, der Jagd auf Bodenvögel, Mäuse, Kaninchen, Erdhörnchen macht. Oh. Wo ist die? Hier. Texas Klapperschlange.
Schlangen, also ich kann euch eins sagen, Schlangen gibt es hier viele verschiedene, aber unter anderem auf der Insel. Oh ne, ich spoiler mal ne. Es gibt dann noch Schlangen, die könnt ihr nur selten begegnen. Oder besser gesagt, denen könnt ihr nur selten begegnen. Weißer Hirschbock. Mit denen schon? Ja, den hatten wir schon. Wo ist der hier? Ja. Ich glaube, das war sogar mit das erste Tier, was ich hatte. Oh, jetzt geht's hoch in den Schneegebiet wieder. Und so wie wir reingekommen sind, geht's schon wieder raus. Weit ist es eigentlich noch? Weit. Ah, wir schaffen das. Wo sind wir denn schon mal gewesen? Mit Hosea oder so sind wir, glaube ich, hier lang, oder? Kann das sein? Oh geil, den Felsen da unten kenne ich. Da war ich schon mal. Nur für einen Tomahawk reiten wir so weit. Boah, Alter, hier ist, fängt wieder geiles Panorama an, glaube ich. Geil. Oh, mein Pferd möchte gebürstet werden. Hey, wieso habe ich die Facecam aus? Oh, ich habe die vergessen anzumachen. Da bin ich. So, weiter geht's. Diese Eisenbahnbrücke, Alter, da hätte ich so Schiss, ne? Da drüber zu fahren. Die sehen so dünn aus. Weißt du, schmeiß ein Dynamit hin und die Brücke ist down. Oh mein Gott, ist es das, was ich denke? Nein! What the fuck? Leute! Oh mein Gott! Wie geil ist das denn? Wow! What? Als ob ich direkt tot bin. Shit. Ich dachte jetzt, wir werden oben rausgespritzt von so einem Geysir. Aber ich bin direkt wieder hier, sehr gut. What the fuck? Was passiert, wenn ich hier reingehe? Nice. Ist das nicht ein bisschen heiß hier?
Wie geil ist das denn? Alter, vor allem, das sieht so geil aus. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Fuck, sieht das geil aus. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Scheiße, ist das geil. Yep. Easy. Whoa. Ah, hier muss ich einen Screenshot machen. Geil. Okay, weiter geht's. Yep. Geysire, Alter. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich unsere Belohnung bekommen, den Tomahawk. Das wäre schon echt nice. Wow, Alter, wie schnell das Wetter umschlägt. Hier oben gibt es gar keine zufälligen Ereignisse oder so. Also bis jetzt zumindest war hier nichts. Alter Schwede, ist das geil. Nein. Oh fuck, Alter. Das ist hier sehr gefährlich. Wir haben aus Versehen seinen Kumpel getötet. Scheiße. Oh Gott, ich glaube, der reitet uns nach. Ich glaube, ich sollte hier mal speichern. An der Stelle, falls irgendwas passiert. Oh, wir sind endlich da. Ich glaube, der hat uns gesucht. Weg sind wir. Okay, jetzt ist eine gute Frage, wo. Ich glaube, gehört zu haben, dass irgendwo eine Zielscheibe hängt an einem Baum und da steckt der Tomahawk drin. Das könnte natürlich auch eine andere Waffe gewesen sein, bei der das so war. Ja, irgendwo hier. Oder auf der anderen Seite kann auch sein. Ich muss den leider mal erledigen. Vielleicht sogar an den oberen Bäumen hier? Nein, nein. Direkt am Wegrand glaube ich eher weniger. Ich
versuch's mal mit der anderen Seite. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Nee, ich bin schon der Meinung, das war hier irgendwo. Wartet, ich gucke einfach nochmal auf meinen Screenshot. Ah! Wartet. Also da, wo mein Screenshot hinzeigt, wäre hier oben. Aber hier ist auch nichts. Ja, auch ne. Das sind Steine. Warte mal, muss ich da bestimmtes Kapitel sein für? Genau, in einer kaputten Zielscheibe. Oder hier oben auf den Felsen. Genau, das vermute ich sogar jetzt eher. Kaputte Zielscheibe. Oh. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Ja. What the fuck? Da ist er, Leute. Der uralte Tomahawk. Ein traditioneller Tomahawk der Ureinwohner mit einem gestreiften, lederumwickelten Schaft und einer polierten, scharfen Schneide. Auch wenn man ihm sein Alter ansieht, wurde er doch von einem der Einheimischen gut gepflegt. Diese Nahkampfwaffe steckt in einem kaputten, hölzernen Übungsziel über der Kalmund-Schlucht in den Grizzlies. Wo ist der? Ah, hier, alter Tomahawk. Genau, es gibt mehrere Tomahawk, verbesserter, und dann gab es noch die zielsuchenden Tomahawks. Und den uralten Tomahawk. So, wo ist der jetzt eigentlich gespeichert? Ah, hier, der ist mit bei den Wurfwaffen. Ja, okay, aber hier gibt es trotzdem noch... Trotzdem nur die drei. Normal, verbessert. Und der hat aber seinen eigenen Slot hier. Wegstecken. Okay, wir haben ihn. So, jetzt kommt die nächste Waffe. Und das ist... Der uralte Tomahawk muss noch abgekreuzt werden. Hackebeil. Das Hackebeil. Oh, das ist geil. Das ist mit einer der geilst aussehendsten Beile, die es gibt. Ah nee, das ist das Schlachtbeil. Entschuldigung. Hackebeil, aber sieht auch geil aus. Und zwar ist das die Nummer 19. Das war... 16, 17, 18, 19. Nee, das kann ja nicht stimmen. Ah, nee, 16, 17, 18, 19. Hier ist es. Oh, auch in den Grizzlies. Moonstone Pond. Wo ist das denn? Habt ihr irgendwo Moonstone Pond gesehen? Paris Lagoon. Grizzlies East. Ah, nee, Grizzlies wieder. Hä? Grizzlies West?
Grizzlies East. Hier. Moonstone Pond. Und da direkt, hier muss irgendwo ein Haus sein. Hier, glaube ich. Genau da. Okay, das Gute ist, dass wir hier nie zurück müssen, den langen Weg. Und ihr habt dort übrigens noch ein Haus, was ihr looten könnt. Da sind irgendwie auch coole Sachen mit drin, ne? Also schlagt ihr da zwei Fliegen mit einer Klappe, das zeige ich euch geil. Und ich bin schon gespannt, wie das Hackebeil aussieht. Ich hoffe, es ist nicht allzu weit. Alter, es sieht so geil aus hier. Genießt die Gegenden. Die Brücke, Alter. Boah. Fett. Sieht echt fett aus. Ah, hier ist sogar eine... Eine... Na? Bahnhof. Okay, wir haben noch 2 Stunden, das ist easy. Wir haben ja auch das schnellste Pferd im Spiel, also. Ich will nicht rennen. Der macht einfach ein Rennen. Ich mach gerne mal wieder ein Pferderennen, aber jetzt sind wir gerade auf geheimer Mission. Ich bin schon gespannt, wie das dort aussieht. Moonstone Pond. Scheint auch eine coole Gegend zu sein. In der wir, glaube ich, aber schon mal waren. Am Anfang, da mussten wir, glaube ich, missionsbedingt mal hin. Oh. Oh, ich glaube, wir sind schon da. Okay. Ja, wir sind da. Dann kann ich das schon mal abkreuzen. So. Hört man mich auch im Stream? So, hier irgendwo muss die Hackebeil stecken. Hier, da ist es doch. Die Klinge dieses alten und abgegriffenen Kriegsbeils ist auf einer Seite flach und ideal fürs Holzhacken. Diese Nahkampfwaffe wurde in einem Baumstumpf in der Nähe von Moonstone Pond in den Grizzlies Leben einer verlassenen Hütte gefunden. Es kann auch geworfen werden. Wo ist das gespeichert? Wikingerbeil. Ah, hier ist es. Hackebeil. Mal lieber Sicherheit speichern. Und das ist aber mit hier, ne? Hackebeil, ja. So, wir stecken es mal lieber ein. So, und jetzt könnt ihr nämlich noch mit einem Trick in diese Hütte rein. Ihr müsst hier über den Baumstamm. Ich muss selber erstmal hinbekommen. Genau. Und jetzt könnt ihr hier rein. Wenn ich denn mal hier reinfallen würde.
Jetzt. Schublade durchsuchen. Was gibt's da? Noch eine? Ah. Großer Schmuckbeutel. Das lohnt sich. Okay, den Alkohol können wir dann hinnehmen. Ist das da? Dosenfisch. Ah, eine Schatulle. Oh, da ist nichts drin. Was ist das? Was, eine Fledermaus? Hä? Kleine braune Fledermaus, what the fuck? Da liegt ja auch einer. Die kleine braune Fledermaus ist nahezu überall in Amerika zu finden. Sie ist ein Insektenfresser, der sich von Mexiko, Wespen, Käfern und Mücken ernährt. Moskitos, Mexiko. Da diese Fledermaus aufgrund ihrer Größe bereits mit relativ geringen Kraftwirkungen erlegt werden kann, ist ein Bogen, ja. Alter. Fledermäuse, wir haben aber bis jetzt noch keine lebende gefunden. Hier. Kleine braune Fledermaus. Cool. Auch im Kompendium drin. Alter, der Typ hier, der wurde getötet von dem Umfallenden. Das ist ja krass. Aber was haben die Fledermäuse hier gemacht? Oder besser gesagt, die eine... Ja, hier ist noch eine. Wieso sind hier so viele Fledermäuse? Sehr geil. Okay. Warum jetzt hier die Fledermäuse sind, habe ich nicht so ganz verstanden. Aber naja. Wer weiß. Okay, wir gehen mal hier raus. Tja, dem wird das Hackebeil gehört haben. Aber der ist tot. Aber hier ist irgendwie auch echt gemütlich, ey. Okay, Girl. Okay, das haben wir erledigt. Wo ist es? Hackebeil und Haus haben wir gelootet. Verrostetes Jägerwurfbeil kommt jetzt. Verrostetes Jägerwurfbeil ist das Bild 20. Moonstone Pond. Oh, wartet mal. Hier ist noch was Interessantes, wenn wir jetzt schon einmal hier sind. What? Nein. Oh Mann. Okay.
Speicher lieber mal. Okay. Meinem Pferd geht's wieder gut. Alles gut. Nee, ich will nicht, dass es wieder abrutscht. Okay, nee, hier ist eher schlecht, da hinzukommen. Wie komme ich da hin? Schafft es mein Pferd unbeschadet hier rumzukommen? Für den Fall, dass... Ne, da habe ich ja gespeichert. Okay, da oben ist irgendwas. Ich weiß selber nie, was es ist, aber da ist was. Alter, ist gut versteckt. WTF. Wer auch immer dies findet, es tut mir leid, ich war lebend schon wertlos und tot bin ich nun noch weniger wert. Ich habe mein Leben meiner Kunst geopfert, um ein Monument für die Frau zu errichten, die ich geliebt habe. Doch dabei habe ich sie verloren. Große Kunst bewegt sich sehr langsam, doch das Herz schlägt schnell. Nun schaue ich in ihr Gesicht und sehe nur dieses schreckliche französische Versager. Diesen Schmierfink, diesen zweitklassigen Kolumnenschreiber, dieser grobschlägige kleine Ziegenbock. Ich war ein Idiot und werde neben dem Monument meiner Idiotie sterben. Oh Mann. Aber cool gemacht. Nice. Kann ich die Kiste öffnen? Okay. Boah, die Hacke will ich haben. Okay, jetzt geht's zum verrosteten Jägerbeil. Mal gucken, wo das ist. Hier soll das sein. Oh, in der Nähe von Ennsburg ist er nicht mehr weit weg. Und zwar... Genau, wo ist da? Three Sisters? Und da in dem Haus. Hier. Ja. Okay, das verrostete Jägerwurfbeil. Ich hoffe, der Weg ist nicht zu weit.
Warum ist es wieder unmarkiert? Alter, wie weit will der mich wegleiten? Ah, hier sind Berge dazwischen. Ich muss diesen Weg reiten. Hier werde ich sonst nie durchkommen. Wieso reitet der nicht von alleine? Okay, jetzt geht's Richtung dem Haus. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Oh, wir sind fast da. Oh, Alter, hier ist ja gemütlich, ey. Nice. Irgendwie kommt mir das gerade vor, als hätte ich dieses Haus schon mal in meinen Träumen gesehen. What the fuck? Alter. What the fuck? Mir kommt das gerade echt vor, als hätte ich dieses Haus schon mal in meinen Träumen gesehen. Genau so sah das da aus. WTF? Alter. The hell? Irgendwie erinnere ich mich an dieses Haus. Okay. Auf jeden Fall muss das Beil irgendwo drinne stecken. Ich glaube wieder in so einem Baumstumpf oder... Ah ne. Steckt das hier im Baum? Ne, es ist ein Ast. What the fuck. Hier? Oh ja, da. Alter, das steckt aber schon lange da drin. Nice, guckt euch das an. Ein seltenes Wurfbeil mit langem Kopf, der beim Hobeln oder Schneiden von Holz eine bessere Kontrolle ermöglicht. Diese Nahkampfwaffe wurde in den Grizzlies gefunden, in einem Baumstumpf in der Nähe der Three Sisters. Und im Laufe der Zeit haben ihr die Elemente recht übel mitgespielt. Natürlich kann dies Beil auch als Fernwaffe genutzt werden. Wo ist es eingeordnet? Hier ist es. Verrostetes Jägerwurfbeil. Und ist bestimmt mit bei den Slot, ja. Okay, wir haben es eingesteckt. Komm mal hier rein. Wow. Wohnt hier denn niemand mehr? Oh Mann. Ist denn hier nie jemand hergekommen? Brief. Meine liebste Martha, ich vermisse dich so sehr. Was von Garfield an Martha? Du fehlst mir, dein Garfield. Wenn ihr es gerne lesen wollt, dann könnt ihr es gerne pausieren. Oh, ich habe diesen Brief sogar bekommen. Das ist gut immer, dass die mitnimmt. Was? Oh, nichts drin. Wir haben Kamin irgendwas? Nein. Oh. Als ob diese Dosen jetzt noch gut sind, Alter. Nehmen. Platin-Taschenohr. Nice. Okay, das nichts. Okay.
Aber gemütlich ist dieses Haus, ey. Schade, dass es so verkommen ist. Was ist das? Gemeiner Kaffee. Okay. Boah, Alter, dieses Haus ist echt voll gemütlich. Zwar einsam, aber gemütlich. Taschenspiegel. Oh, den wollte die Molly haben. Nice. Wir bringen jetzt den Taschenspiegel von einer 100 Jahre alten Frau, die schon seit 20 Jahren tot ist oder so. Da wird sie sich freuen. Boah, aber geil, Alter. Dieses Haus echt nice. Das besuchen wir im Online-Modus und alles nochmal. Diese Orte. So, damit haben wir das. Oha, wir haben noch zwei Stunden. Na gut, nicht mehr ganz zwei Stunden. Okay, das kann ich als erledigt markieren. Okay, jetzt kommt das normale Jägerwurf bei. Das gibt es nämlich einmal als verrostet und einmal in normal. Ist das das gewesen? Ja. Das ist das normale Window Rock. Was ist das denn schon wieder? Das war doch hier oben. Oh, really? Okay. Geht's jetzt dahin? Auf geht's. Ich glaube, den Vampir schaffen wir heute nicht mehr. Wir müssen mal schauen. Weil auch der Vampir hat noch eine Waffe, die wir brauchen. Ich glaube, das mache ich dann morgen im Stream. Den Vampir. Mal schauen. Kommt drauf an, wie viel Zeit ist, wenn wir alles haben. Wenn dann noch eine halbe Stunde ist, na, dann werden wir es wohl nicht mehr machen. Mal gucken. Wir reiten morgen mal noch die ganzen anderen Ziele ab, die ich hier mit auf der Karte habe. Bis auf die Klamotten. Die nehmen wir natürlich nicht mit. So, wir haben bis jetzt eigentlich bloß einen Schatz haben wir jetzt. Einen einzigen. Wow. Das war knapp, meine Herren. Aber Alter, das Pferd kann auf einmal echt unendlich rennen, ey. Boah, sieht das geil aus, ey. Ich liebe das. Ist es noch? Ah, noch ein ganzes Stück. Es wäre geil, wenn man sich teleporten könnte. Wenn man hier ein Item finden würde, so ein magisches Item, wo man sich dann egal wohin teleportieren könnte. Das wäre geil. Mal, kann ich direkt hier rüber? Ach, scheiße. Window Rock, aber wo genau? Bei irgendwo. Na nicht. Irgendwo hier.
eternity waits for us all. But which eternity? Help a blind man. Have this. I sense great confusion in you, sir. Great confusion. Not because you do not know. Hey! Because you are afraid of what you know. Sure. Okay, mister. All the best now. Okay, wir reiten querfeld ein hier. Sonne geht unter. Ich will noch da sein, bevor es dunkel ist, ey. Dann können wir gleich bei Window Rock wieder übernachten. Der Fug? Ich überreite dauernd Tiere. Wir sind da, glaube ich. Ah, ne, immer noch ne. Alter, der Nebel. So, jetzt muss ich mal gucken. Jägerwurfball. Nein, Baumstumpf direkt südlich von Window Rock. Ach du Scheiße. Oh, hier ist der Window Rock. Hier soll irgendwo ein Baumstamm sein. Hier ist einer. Aber ist da nicht drin, oder? Nein. Hier sind noch Baumstümpfe. Hier ist ein ziemlich großer Baumstumpf. Mal das Wort irgendwo hier markiert. Aber der ist es nicht, ne? Nein. So, irgendwo hier müsste das sein. Ich sehe gar nichts mehr. Ich glaube, ich sehe ohne Licht mehr als mit. Oder ist es da, wo die sind? Dann wäre es... Ja gut, logischerweise hier unten ist eine Hütte. Vielleicht da. Hey, Mister. Hey, that there, Mister. To speak to me? Hi. That's a nice horse. Thank you. Ja, auch nicht, ne?
Okay, hier an dem Haus vielleicht. Hier ist ein Baumstumpf. Aber negativ. Okay, ich glaube, das ist das Erste, was wir nie wirklich finden. Was gibt's eigentlich hier? Ich glaube, wir schlafen mal. Cool, der hat sogar die Lampe dahingestellt, oder war das jetzt irgendwie verbuggt? Zu finden in einem Baumstumpf direkt südlich vom Window Rock. Südlich ist ja genau das Haus, also ich vermute, irgendwo hier ist das. Bin ich nicht sogar hier schon mal gewesen? Ja gut, hier sind noch mehr Baumstümpfe, die ich vorhin gar nicht gesehen habe. Ich glaube, ich hab sie. Ja, ich hab sie. Jägerwurfball. Ein seltenes Wurfball mit langem Kopf, der beim Hobeln oder Schneiden, das ist dasselbe, unmöglich. Diese Nahkampfwaffe wurde in den Grizzlies gefunden, in einem Baumstumpf in der Nähe von Window Rock, und scheint recht neu zu sein. Natürlich kann dies bei auch als Fernwaffe genutzt werden. Oh, hier unten haben wir fast komplett. Nice. So. Jägerwurfball ist erledigt. Verrostetes Doppelklingenbeil. Ansburg. Das ist sogar in Ansburg. Oha, haben wir dann nochmal was näher? New Hanover. Ah, ist das Nähe? Das ist doch der Fluss. Jetzt hier oben. Ne, der ist das Nähe. Das ist der? Ah, hier. Ah doch, dann können wir das gleich machen und dann nach Ansburg hochreiten. Okay, weil das nächste wäre dann das Bürgerkriegsmesser. Breites Messer. Okay. Okay. Ah gut, dann kommen nur noch Hüte. Also 1, 2, 3 Sachen noch. Okay, die zwei können wir zusammenlegen. Die können wir nacheinander. Und wo ist das hier noch? Big Valley, das ist nämlich noch irgendwo weiter oben. Wo ist denn Big Valley? Hä? Ist das hier unten? Nee. Wo ist denn Big Valley? Da muss ein legendärer Hirsch sein. Und was ist da? Breites Messer. Wo ist denn Big Valley? Das kann ja nur hier oben irgendwo sein, oder? Ist hier noch irgendwas in der Nähe? Mount irgendwas? Ah, doch, das muss hier drüben sein. Hier! Big Valley. Mount Dingsbums.
Hier drüber. Ah, genau da. Okay. Okay, dann machen wir das jetzt so. Ich habe eine Idee. Vielleicht schaffen wir ja noch, was ich will. Okay, Axt eingepackt. Uns fehlen jetzt noch drei Sachen. Ich gehe es mal kurz durch. Uns fehlt das verrostete Doppelklingenbeil, das kommt als letztes. Dann fehlt uns das Bürgerkriegsmesser, das kommt als vorletztes. Und das breite Messer. Das sind jetzt die, die wir auf die Schnelle noch kriegen können. Über die anderen sage ich euch dann was. Kriegsbeil, Schlachtbeil. Okay. Das haben wir, ja, die haben wir alle. Die drei Sachen fehlen uns noch. Zwei Messer und eine verrostete Axt. Das kriegen wir eigentlich easy hin. Es gibt dann noch ein paar Waffen, die kann man erst nach Kapitel 5 kaufen. Da müssen wir uns noch etwas gedulden. Und zwar handelt es sich da um ein Schlachtbeil. Ein Schlachtbeil, eine Machete und ein Kriegsbeil. Also nochmal um zwei Äxte und ja. Eine Machete halt. Es gibt dann noch ein Messer, aber das bekommt man erst, wenn man alle Dino-Knochen gefunden hat. Das machen wir auch noch hier, aber nicht mehr heute. Das schaffen wir nicht. Wie gesagt, morgen machen wir wahrscheinlich eine Easter Egg-Tour. Easter Eggs und so. Klamotten, wie gesagt, können erst nach Kapitel 6 kommen. Ja. Wenn wir die Easter Eggs abgehakt haben, dann können wir so langsam in Missionssachen gehen und so. Also wir machen morgen den letzten Stream von meinen Sachen. Und dann geht's richtig los, weiter mit Missionen und so. The fuck? Warte mal, ich wollte doch noch mal nach Valentine, weil ich irgendwas machen wollte. Aber was ist das gewesen? Was wollte ich hier machen? Ich weiß nicht mehr. Scheiße. Irgendwas wollte ich doch hier machen. So ein Mist. Ich erinnere mich gerade nicht. So, wir machen jetzt eine Schnellreise. Genau, jetzt holen wir uns das breite Messer. Da zeige ich euch geil, wo das ist. Und danach eins der coolsten Messer, das Bürgerkriegsmesser. So, wir müssen hier oben hin. Oh, es ist gar nicht weit. So, und dann fahren wir nämlich mit der Kutsche nach Saint-Denis, denke ich mal. Ne, nach Rhodes eigentlich. Das ist ziemlich nah.
Müssen wir mal gucken. Also die letzten zwei Sachen sind eigentlich ziemlich nah beieinander, würde ich sagen. Wollen wir das zwischendurch mal machen? Nee, wir machen das andermal. Ah, da müssten wir jetzt wieder Missionen anfangen. Ich meine, eine haben wir heute schon gemacht, die wir verkackt haben, weil wir den Zeugen getötet haben. Das ist leider etwas schief gelaufen. Aber dadurch, durch die Mission, haben wir den goldenen Revolver gekriegt. Also sollten wir nie rummeckern. Und zwar noch als verbuggte Variante. Ich meine, viele würden den wegen Sammlerwert das verbuggte Ding behalten, aber nee, ich finde, das Ding sieht scheiße aus so. Ah, in der Höhle waren wir schon mal wegen der Kopfgeldjagd. Da haben wir doch schon mal diesen einen Typen da geholt. Ja, hier waren wir schon mal. Hier drinnen gibt es übrigens auch einen speziellen Hut, aber sammelt den wie gesagt nicht ein vor Kapitel, nach Kapitel 6 erst. Hier hatte doch dieser eine Typ sein Lager aufgeschlagen. Zünder. Oh, hier ist zu. Warte, funktioniert das? Alter, wenn das jetzt funktioniert, ne? What the fuck, Alter? Ich nehme lieber meine Waffe mit. Scheiße, ich kann ja nur. Oh, so eine Spitzhacke hätte ich gerne. Ich hab irgendwie Schiss hier drin. Hä? The fuck? Wow! Oh, was ist das denn? Das ist der Hut da hinten, aber den sammeln wir nie ein. Wir haben es. Jetzt können wir es gar nicht angucken hier. Kopfbedeckung, ne. Die nehmen wir mal nicht mit. Was? Goldnugget? Ist das nicht noch einer da? Mensch, wir haben den Goldnugget. Okay, immerhin greift uns nichts an. Okay.
Okay, ich will erstmal wieder hier raus, dann gucken wir uns das an. Okay. Das ist das breite Messer. Breites Messer, ja, da steht's. Okay, packen wir es erstmal weg. So, Kompendium. Jetzt müssen wir leider selber hier reingehen. So, wo ist es denn? Ah, hier. Breites Messer. Hier ist das Messer mit Horngriff. Ein seltenes Jagdmesser mit einer breiten spitzen Klinge und einem abgegriffenen, gebogenen Holzgriff. Dieses Messer steckt im Rücken einer Leiche tief unten in der Mine von Beryl Dream im Big Valley. Der vorherige Besitzer der Waffe hat sich alle Mühe gegeben, die Entdeckung seines Verbrechens zu vermeiden. Okay. So, da hätten wir das. Jetzt holen wir uns als nächstes das Bürgerkriegsmesser. Und das ist... Muss ich gucken. Hier, das ist die Axt. Hier ist das Bürgerkriegsmesser. Okay. Warte, da muss ich gucken. Da müssen wir jetzt, wie gesagt, hier ganz rüber. Hier. Genau hier ist es. So, aber wo reisen wir jetzt hin? Saint-Denis ist näher als Rhodes, oder? Wir müssen erstmal wieder nach Strawberry. Gut, wir reiten sowieso durch Strawberry durch auf dem Rückweg. Dann reisen wir von da aus nach Rhodes am besten. Ey, wobei, wir reisen nach Saint-Denis. Wir müssen dann sowieso dahin. In Saint-Denis haben wir dann eine kleine Schnitzeljagd. Boah, Alter, jetzt haben wir ja schon viele Waffen und es kommen wahrscheinlich noch zwei oder, wenn wir es schaffen, noch eine dritte dazu. Die Schusswaffen kriegen wir sowieso alle, denke ich. Da fehlt mir also, bei den Schusswaffen muss ich noch bei zwei Stück Angst haben, dass ich die nie bekomme. Das ist einmal das seltene Rolling Blockgewehr und dann noch ein Schofield Revolver, ein seltener. Von Otis Miller muss ich... Ah nee, das war der goldene. Nee, so ein silberner. Okay, wir sind schon da. Valentine, Emerald Ranch, Saint-Denis. $11, Alter. Mach mein Pferd da. So, kann ich schon mal abhaken. Oh ne, das kann ich dann nicht. Bei dem Bürgerkriegsmesser gibt es dann auch einen Hut, aber den dürft ihr auch nicht einsammeln. Aber hier kann ich ein Häkchen dann machen. Okay.
What the fuck? Out of the damn way. Whoa. Some kind of madness. I swear. Really? Oh man. Schnell raus hier. Boah, Alter, diese Stadt ist so geil, ne? Geilo! Okay, wir müssen einmal komplett durch die Sümpfe. Jetzt holen wir uns das Bürgerkriegsmesser. Wow! Oh mein Gott. Das war knapp. Also, Manny von schon mal gewesen. Gut möglich, ne? Hätte Angst, dass die Krokodile auf den Weg kommen, Alter. Oh. Mein Headset hat komplett geladen. Wie weit ist es noch? Oh, wir sind fast da. Bin ich mal gespannt. Oh, da sind wir. Kann ich die jetzt trotzdem noch untersuchen? Nördlicher Kupferkopf. Hä? Was mache ich jetzt? Wieso habe ich jetzt ein Lager aufgeschlagen? Okay, ein neues Tier, eine neue Schlange. Der nördliche Kupferkopf ist in New Hanover, Le Mans zu finden. Als Fleischfresser besteht seine Nahrung aus Mäusen. Ja gut, das ist dasselbe wie bei allen Schlangen. Weitklapperschlange, nördlicher Kupferkopf und Midland Wasserschlange. Nicht schlecht.
So, jetzt aber Rinder. Oh, hä? Hier glüht ja noch. Oh, Zigarettenbild. Nice. War hier gerade eine Fledermaus? Da ist es. Bürgerkriegsmesser. Ein altes Bowie-Messer mit einem stabilen Klinge, einem abgegriffenen Holzgriff und einer D-förmigen Parierstange als Handschutz. Solche Waffen werden gerne von den Soldaten im Bürgerkrieg benutzt. Dieses Exemplar ist verrostet und wurde in einem Lagerraum gefunden, tief unter den Ruinen von Fort Brennand in Roanoke Wright, New Hanover. Wo haben wir das? Hier. So, hier kommt jetzt noch. Wir haben noch dieses Knochenmesser, was noch fehlt. Das wird noch hier irgendwo hinkommen. Und wo haben wir das Schwert? Ah, hier wird bestimmt die Machete irgendwo noch hinkommen. Aber ich weiß, dass noch 1, 2, 3 Messer kommen noch. Na, schauen wir mal. Hier fehlt auch noch so viel WTF. Von so viel Waffen weiß ich irgendwie gerade gar nichts. Na, mal gucken. Mal gucken, wenn sich das alles gefüllt hat. Ein Brief. Unter dem Befehl von okay. Mit Blut. Okay, haben wir alles schon voll. Ist hier drin? Kann man das öffnen? Nee. Gereifter Piraten rum. Oh. Sehr nice. So, wo genau der Hut jetzt ist, entzieht sich gerade meiner Kenntnis. Ich hätte ihn euch zumindest mal gezeigt. Aber es entzieht sich jetzt auch gerade meiner Kenntnis. Und den können wir gerade sowieso nicht mitnehmen, also. Ich glaube, der ist noch irgendwo hier anders. Ich glaube, in so einem Turm oder so, da oben. Da brauchen wir jetzt auch nie suchen. Wanderratte. Die hatten wir schon, ne? Ja. Aber wir haben das Kompendium aktualisiert. Gräber. So, kommen wir zur letzten Fundwaffe erstmal, die man jetzt finden kann. Okay. Ich hab's geupgradet. Oh, Entschuldigung. So, die letzte Waffe. Wir haben noch eine Stunde Zeit, das können wir schaffen. In den 10 Minuten jetzt. Okay. Die ist nämlich gar nicht so leicht zu finden, weil die nie einfach irgendwo ist, sondern Ansburg. Hier,
Irgendwo muss die sein. Genau, irgendwo da. Ja, wir speichern danach. Wenn wir das haben und wieder in Saint-Denis sind. Vielleicht können wir dann sogar in Ennsburg direkt eine Schnellreise nach Saint-Denis machen. Was schreit der da, Alter? Strap off of me, please. I'm pulling. I can feel it getting looser. Oh, 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 God. Oh, you did it. I gotta get some scrap or something. Oh, mister, you. I thought. I was gonna be oh go! Oh, I thought I was gonna be a goner. Oh, you can take whatever you want from my pack for saving me. Oh, here, this'll help with the pain at least. Oh, yeah. Yes. Oh. They have a field day over this back in town. Dann bleibst du halt hier. Dachte schon, ich kann den mitnehmen. What the fuck? Reit ihr jetzt das erste Mal hoch nach Ennsburg? Oh mein Gott. Wie geil. Look at this. Oh, da hinten ist Ennsburg. Nice. Ist eher so eine Arbeiterstadt hier, aber geil. Kann man bei dem eine Zeitung kaufen? Nein. Okay, reiten wir mal dahin, wo wir hin müssen. Okay, hier irgendwo auf der Baustelle. Ich lese mal. In einem Baumstumpf. Oh, ich sehe es schon.
Da haben wir's. Ein seltenes Wurfbeil, dessen rostige Doppelschneide eine scharfe Seite zum Schneiden. Ja, das ist dasselbe. Einen Baumstumpf gefunden. Im Laufe der Zeit haben mir die Elemente recht übel mitgespielt. Natürlich kann dies bei, genau. So, und das haben wir jetzt hier. Okay, hier unten haben wir komplett. Hier fehlt auf jeden Fall noch dieses Kriegsbeil, was noch hier hinkommt. Und bestimmt das Schlachtbeil. Das Kriegs- und das Schlachtbeil kommen hier hin. Das Knochenmesser. Und den Dolch, den wir jetzt noch finden. So, was hier noch hinkommt, bestimmt die Machete. Wird hier sicherlich noch hinkommen. Ja. Ansonsten muss man mal gucken, was noch kommt. Bei hier weiß ich nicht mehr, weil hier ist noch eins frei, glaube ich. Na, schauen wir mal. Kann man hier schnell reisen? Oh ja, hier vorne. So, weggepackt. Yeah, that's my girl. Okay. Oh, jetzt haben wir das hier mit Drenched Strawberry. Van Horn Handelsposten. Okay. Naja, noch Sandinis. Auf geht's. Wieso ist mein Pferd jetzt da vorne angebunden? Naja, Hauptsache es tut mit spawnen. What the fuck? Ich kann nicht mehr sprechen. Na, schauen wir mal, was noch an Waffen dazukommt. Über die Zeit. Habe ich hier jetzt Kopfgeld eigentlich? Nee. Okay, wir gehen erstmal zur Post hier. Wo ist denn der Schalter? Ach, da draußen. Jetzt muss ich wieder rausgehen. Warum wird das dann hier drinnen angezeigt? Hä? See you later. Ah. Kopfgeld bezahlen. Habe ich welches irgendwo? Nö. Post verschicken. Blauer Sonnenbar, schlecht. Hä? Wem soll ich den Fisch schicken? Wem habe ich jetzt einen Fisch geschickt? What? Thank you for your help. What the fuck? Wem hab ich jetzt einen Fisch geschickt? Ich verschicke einfach einen Fisch mit der Post. Why? Oh my god. So, ich tue hier mal kurz Datei speichern. So, kann ich das nämlich zumachen hier? So, dann haben wir jetzt noch genau eine Stunde. Okay, wir machen das mal jetzt. Okay, Hinweis Nummer 1. Scheiße, jetzt muss ich dieses Haus hier finden irgendwie. Ah, hier bei Denise. Hier. Okay, an dieser Hauswand. Ihr sucht hier nämlich... Na, wir machen das mal cool. Ihr sucht hier nämlich Sachen, ne?
Boah, Alter, sieht das hier cool aus. Hey, Friend. Come here a minute. Trust me. You wanna hear this. I promise. You gonna wanna hear this. Hey, you interested in some quick money? I am talking real quick. Yeah, now, it's too open here, but, follow me and we'll chat. Okay. Alright, so here's what I have in mind. How do you find these damn idiots? You can just tell with some folk. Come on, let's see what he has and dump him somewhere. Ist jetzt nicht wahr, oder? Was haben die mir jetzt abgezogen? Wow! Haben die nicht gemacht. Alter! Wie viel Geld haben die mir abgezogen? Scheiße, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Mist. Ah ne, das kann ich jetzt nicht nochmal neu machen, ey. Ich meine, ich habe immer noch viel Geld. Es sind immer noch 49.000. Ich speichere hier lieber mal. Ich hoffe, in meinen Taschen habe ich noch alles. Wertsachen und so, ja. Warte mal, ich muss mal hier irgendwas saufen. Warte mal, irgendwas, habe ich ein Gegengift oder so? Es gab doch hier Schlangenöl. Spezielles Schlangenöl. Sieben Äxte, Alter. Messer mit Horngriffen, weites Messer, Jagdmesser. Ich glaube, ich nehme das. Alter, ist das hier geil. Mein Hut ist natürlich wieder weg, wie immer. Okay, wir sind da. Don't you touch me. Excuse me. What lousy sense of humor. Oh, hier. Ihr müsst das immer untersuchen. Es gibt 5 verschiedene Orte. Das ist der erste. Was? Banden? Ersparnis, ach so. Lesen. Ich trinke von der Jungfer und ich liebe erneut in den Toten. Und ich lebe erneut in den Toten. Das Herz des Ringes aus Blut. Das klingt schon mal seltsam, ne? Also wie gesagt, der erste Ort ist hier, wo wir jetzt sind. So. Jetzt. Wartet. Geht's zum zweiten Ort? Genau.
Der zweite Ort ist hier irgendwo. Ich muss suchen dann. Okay, der zweite Ort ist irgendwo hier. Oh, hier. Ah, da. Ich nähere mich wieder das Blut des Lebens. Der Kreislauf hat begonnen. Okay, das ist Hinweis Nummer 2. Jetzt kommen wir zu Hinweis Nummer 3. Der ist schon etwas schwieriger. Und zwar ist das hier hinter irgendwo. Hinter dem, wo der Schlachter ist und der, was war das andere, ein Hehler? Genau hier. Ah, ich sehe es schon. Da ist der nächste Hinweis. So, nochmal. Mind yourself, partner. Okay. Der dritte Hinweis. Fünf Knochen unter dem perfekten Stern. Nosferatu wird mit Dominik wieder sterblich werden. Nosferatu? What the fuck? Das ist schon ziemlich crazy. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Ort. Der nächste Ort ist in der Gasse hier. Guckt mal hier. Das müsstet ihr eigentlich leicht finden. Wenn es euch zu schnell geht, ihr könnt das ja auf YouTube pausieren. Jetzt hier im Stream ist natürlich schlecht. Aber ansonsten könnt ihr das ja pausieren. Okay, hier müsste jetzt der nächste sein, genau. Oh süße, was süßester Hals, möge dein Blut für immer auf meinen Lippen sein. Sechs werden es sein, bevor die Lust gestillt ist. Okay, damit haben wir den nächsten Hinweis. Also mal 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das letzte muss hier bei dem Waffenheini sein. Gibt's hier mehrere Büchsenmacher? Nee. Nur den einen. Es ist irgendwo. Wir müssen auf jeden Fall. Wir reiten erstmal dahin. Hier ist es jetzt schon schwieriger. Aber das zeige ich euch geil. Wir finden das schon. Look out!
morning, mister. So, wo ist der denn hier? Welcome, sir. Come in and have a browse. Hey, you shouldn't be there. Hä, mir wurde hier gesagt, zur Hintertür wieder raus. Sorry, pal. This is invitation only. You can't be civil. You get nothing in here. You should calm down, partner. Hey, think again. I want to see what you got behind that door back there. Now! Nothing. This is a back terrace where people go relax and just get away from everything. Let's go in and relax then. Go on, move. Open up, it's me. Must be a slow day. You know how it goes. So there you are. What the hell's going on? Why all the security? What the hell's going on back here? No, nothing. Honest. I'm just paid to guard the place. To guard the back alley? Don't lie to me, you son of a bitch. I just do what I'm told. I don't ask too many questions. All right, you've got 3 seconds before your goddamn corpse. 3, 2. Okay, okay. Take it easy. Little poker game, that's all. Third floor, upstairs. Door at the end. Jesus, please, no, please. I've told you all I know. Okay. Ganz oben, oder was? Third damn floor. Hey, this here's a private event. You'll have to leave. Okay. Oh God, no! All that commotion, I wouldn't hang around, sir. The police respond very quickly around here. You fellas who got more than this, where's the rest? The rest? No, everything was out there on the table. I ain't a patient man. Where's the rest of the money? Ich bin mehr. Well, that's all we got. Oh, there, take it easy. Oh, God, please, go. We won't tell us. Oh, you were here. I swear. Scheiße, ich muss hier raus. See what we can find out. Remember, everyone's a suspect. Keep your eyes peeled. Got it? This has to be the spot.
Oh fuck. Gehen die jetzt wenigstens wieder? Ist hier einer drin oder ne? Oder war das die Tür unten? Okay. Wieso kann man den Tresor nicht einfach knacken? Was? Ach, Kopfbedeckung. Yourself out of here right now. What's your issue? You. Told you to get, but you're still here. Now, why is that? You shouldn't take that. Are you just gonna take that? That's the way. I'm here with you. Good. Do as the law tells you. Das war knapp. What? Nein! Fuck this shit! Mann! Scheiße. Aber wo war jetzt der letzte Hinweis? Das ist eine gute Frage. Ich verstehe es nämlich nie ganz. Wo ist der Waffenladen nochmal? Hier. Genau hier. Ah. Okay, da muss ich hin. One of these charlatans took a... Ah, hier. Hab's. Mit einem langen Kuss entziehe ich ihr das Leben und erwarte den... Was? Verposten des
herannahenden Tages. Okay. So, wir haben jetzt alle Hinweise gefunden. Plus ein bisschen, na gut, Geld gemacht können wir nicht sagen. Wir haben ja alles wieder verloren gerade. Scheiße. So ein Mist. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier. Really? Morning, friend. Let's go, girl. Morning, dude. How are you, ma'am? Hey there, mister. Welcome back. My God, there's some real fine beauties around here. Eh? You're not even worth a response all my time. Like a fresh start. Eh? Yep. Really? Oh my God. So, darf ich jetzt endlich mein Kopfgeld bezahlen? Ich glaube, man sollte hier nie zu schnell reiten, oder? Wonderful. Ah. Was will denn mal die Frau da? Danke. Wieso kann ich kein Lager aufmachen? Hä? Ich kann kein Lager aufschlagen, wenn ich ein Verbrechen begangen habe. What the fuck? What the fuck is this Spiel doing? Alter, jedes Mal erzählt er mir was anderes, warum ich kein Lager aufschlagen kann. Yep.
Ah, na endlich. Endlich ein Lager. So, jetzt muss ich noch den Ort markieren, wo der Vampir spawnen wird. Und dann müssen wir ihn erledigen. Und zwar wird das sein, genau gegenüber von der Kirche. Genau hier. So, jetzt müsst ihr nur noch eins tun, und zwar schlafen bis in die Nacht. Genau das müsst ihr tun. Und jetzt müsst ihr euch beeilen. Ihr müsst schnell in die Stadt rein und zur Kirche. Das Wetter ist richtig passend dafür. Weit ist es denn noch, Mensch? Mist. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß, was der Fehler ist. Wo ist der Saloon? Wieso hat der geschlossen? Hä? Okay, ich hätte jetzt nie erwartet, dass das nie funktioniert. Ich glaube, man muss in der Stadt schlafen. Okay, ich glaube, hier kann man nicht schlafen. Der andere Saloon. Was ist das? Schneider? Hier ist noch ein Saloon. Oh, ich glaube nicht, dass man das schaffen kann, oder?
Okay. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hey, wie kommt man hier rein? Oh. Yeah, can I do for you? Unterkunft. You got any room? Okay, room is all set. Just get up in. Poor lady on the bicycle, you know. Quite the end of the world. Careful. No. Wow, Alter, hier ist alles voll edel. Hello, lover. I'm told the savages are giving businesses a terrible time up north. Okay, schlafen. Bis Mittag. Irgendwas ist hier verbuggt. Ich saß jetzt also so lange auf meinem Bett oder was? Hallo? Bis in die Nacht. So. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Weil derjenige, wo ich das Video geguckt habe, der hat nämlich hier direkt geschlafen. What the fuck? Why? Irgendwas ist doch aber hier verbuggt. Hä? Es ist da nie so gedacht, oder? Das wäre irgendwie merkwürdig. Sind alle nachtaktiv oder was? Here we go. My apologies. Thanks, Bishop. Satul. Sing it. Jetzt, es hat funktioniert, Leute. The things we do. So, you found me. Ich mache kurz die Facecam aus. Hey, what are you doing? Stay back for your own sake. I walk with the undead. What, you're a vampire? I have been called many names over the centuries. Now go, or I'll feed on you too. You're a goddamn idiot. I'll suck you dry. Wow, das war knapp. Fledermausflügel. Warte, aufheben. Ey, ich will es aufheben.
Oh mein Gott, wir haben ihn. Das ist eine so seltene Waffe, Leute. Und so fucking verpassbar. Dieser seltene dekorative Dolch hat eine Silberklinge mit eingeprägten Mustern und eine kleine Goldstatue als Griff. Diese Waffe gehört früher einem merkwürdigen, bleichen, schwarz gekleideten Mann, der in den Seitengassen von Saint-Denis herumschlich. Oh mein Gott. Und wo ist die Waffe? Hier. Verzierter Dolch. Oh mein Gott, das sieht so nice aus. Oh mein Gott, Leute, Alter, das ist eine so seltene, geile Waffe. Die haben wirklich nur sehr wenige. Vor allem das Komische ist, die ist nicht mal im Lösungsbuch drin, die Waffe. Und die ist so fucking verpassbar, ne? Also wer das nie weiß, ne? Oh mein Gott. Ich habe jetzt 5 Messer. Zählt die zum Messer? Ja. Oh mein Gott. Und das ist also Nosferatu. Was ist eigentlich mit dem hier? Der ist so gut wie dort. Ich muss den aus unbedingt hier unbemerkt aus der Stadt bringen. Der Körper muss in den Fluss. Oha, mich haben schon viele Leute gesehen. What the? What the fuck? Der Typ ist creepy. Alter, sogar wenn der tot ist, ist er noch gruselig. Geh endlich unter. Na endlich. Warum habe ich den Säbel im Wasser in der Hand? Oh Gott, ich muss hier raus, Alter. Ah, da ist doch eine Leiter. Ich dachte schon, jetzt da ist keine Leiter. Hä, warum schmeißen die ein Seil? Ach, das soll eine Angel sein. Warum angelt der an der Treppe? Kleine Stichelei. Okay. Boah, ich bin so froh und glücklich. Alter, wir haben so viele Waffen. So, ich gucke jetzt mal wirklich durch, was uns noch fehlt. Und mal gucken, ob ich was weiß oder was, nee, was fehlt. Also. Ich guck mal jetzt, was fehlt. Ich zähle mal, wie viele fehlen, ja? Und dann gucken wir mal, wie viele Felder frei sind. Also, es fehlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. Okay, ich weiß jetzt, was von 16 die fehlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Genau. So, hier kommt nämlich noch ein Brandsatz hin. Hier kommt noch ein Dynamit hin. Hier kommt noch ein Wurfmesser hin. So, dann fehlt hier noch ein Tomahawk. Aber die zwei Felder sind mir gerade ein Rätsel. Also ich kann mir alles erklären. Nur die zwei Felder sind mir gerade ein Rätsel. I don't know, was da hinkommt. Wobei, doch, eine Sache könnte ich noch wissen. Eins eventuell. Aber das zweite entzieht sich meiner Kenntnis. Eins könnte ich mir noch vorstellen, was es ist. Aber bei einem entzieht sich meine Kenntnis. Vielleicht kenne ich auch eine Waffe noch nicht, die man noch irgendwie kriegen kann. Und ich habe die ganzen verpassbaren Waffen und so alles dazu gezählt. Also keine Angst. Ich bin da hoch informiert. Ich weiß sogar eine Sache, die wissen nur die wenigsten, wenn die nicht schon über Kapitel 6 hinausgespielt haben. So. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wir haben so viele Waffen heute gefunden. Also mir fehlt, wie gesagt, hier noch ein seltenes Rolling-Block-Gewehr. Und ein Revolver noch, der verpassbar ist. Und alles andere lässt sich aber easy leicht dann bekommen. Also zwei Sachen noch, die ein bisschen kritisch werden könnten. Aber ansonsten, ja, wir haben den Vampir erledigt. Und haben seinen Dolch. Und der hat seltsame Sachen im Wasser gemacht. Ja, ich bin gespannt, was wir als nächstes erleben. Wir werden morgen im nächsten Stream Easter Eggs noch machen. Der Vampir war sozusagen auch ein Easter Egg, aber ich gehe morgen noch Schätze und so durch, die wir finden können. Also morgen gehe ich alles, was ich habe, noch in meiner Liste gehe ich durch, bis auf Klamotten. Wie gesagt, Kleidungsstücke, die gefunden werden können, hebt ihr euch auf bis nach dem Spiel. Okay, ich bedanke mich, haut rein, bis dann!